In diesem Video erfahrt ihr, welche unfassbaren sexuellen Fantasien von Frauen konsumiert werden. Dazu werden wir uns den Nummer 1 Bestseller Haunting Adeline anschauen, der zurzeit Millionen von Frauen überall auf der Welt in Erregung versetzt. In den fast 100.000 Bewertungen allein auf Amazon überschlagen sich die Leserinnen vor Begeisterung. Wir wagen einen Blick ins Buch, aber ich warne euch, ihr werdet am Ende des Videos genauso sprachlos dasitzen wie ich am Ende meiner Lektüre. Die weibliche Protagonistin Adeline ist eine erfolgreiche, junge und äußerst attraktive Schriftstellerin. Die Geschichte setzt damit ein, dass ein ihr unbekannter Mann immer wieder in ihr Zuhause einbricht und ihr Rosen hinterlässt. Als sie in einem Club anfängt, mit einem fremden Typen rumzumachen, erhält sie eine SMS, in der ihr Stalker damit droht, dem Typen die Hände abzuhacken und ihr per Post zu schicken, sollte er sie anfassen. Adeline reagiert auf die einzig vernünftige Art und nimmt den Typen mit zu sich nach Hause, lockt ihn in eine Art Wintergarten, der in alle Richtungen aus durchsichtigem Glas besteht, und lässt sich da von ihm fingern, um ihren Stalker zu provozieren. Der hämmert daraufhin auch prompt gegen die Eingangstür und kurz darauf verschwindet ihr Disco-Flirt spurlos. Am nächsten Morgen erhält sie dann tatsächlich blutdurchtränkte Pakete mit abgehackten Händen darin. An dieser Stelle will ich euch kurz daran erinnern, dass ich euch gewarnt habe. Ich habe gesagt, ihr werdet genauso sprachlos dasitzen wie ich. Das ist ein internationaler Nummer 1 Bestseller aus der Erotikliteratur für Frauen, nicht irgendeine kleine, unbedeutende Randerscheinung. Naja, aber zurück zur Geschichte. Denn wir erfahren nach und nach mehr über unseren männlichen Protagonisten, den Millionen von Leserinnen so unglaublich heiß finden. Sein Name ist Zaid und er ist ein Massenmörder, der seine Opfer gerne bestialisch foltert, bevor er sie umbringt. Aber keine Sorge, die Leute, die er tötet, sind Pädophile und Vergewaltiger und deshalb ist das wohl alles halb so wild. Er ist scheinbar sogar ein richtiger Held für die Protagonistin und die Leserinnen, denn in der fiktionalen Welt des Buches besteht der Großteil der amerikanischen Regierung aus einem pädophilen Menschenhändlerring, deren Anhänger Frauen und Kinder vergewaltigen und in Ritualen ermorden. Zaid hat eine riesige Lynchjustizorganisation aufgebaut, die ihm bei der Jagd auf diese Menschen hilft. Er ist der intelligenteste und fähigste Hacker, den man sich so vorstellen kann. Und er ist natürlich auch gefährlicher und männlicher als alle anderen Typen auf der Welt. Und das Wichtigste, er hat stahlharte Bauchmuskeln. So, und als sich dieser hyperintelligente, sadistische Massenmörder-Fuckboy bei einer Lesung direkt auf den ersten Blick obsessiv in Eddie verliebt, denkt er sich, ich könnte sie jetzt wie ein normaler Mensch ansprechen und auf ein Date einladen und nett sein und dann würde sie sich natürlich in mich verlieben, weil ich so ein geiler Typ bin und so einen großen Penis habe. Aber das wäre ja nicht ehrlich, weil ich ja in Wirklichkeit gar kein guter Mensch bin. Also entscheidet er sich stattdessen dazu, bei ihr einzubrechen, sie zu erpressen, zu bedrohen, ihre Liebhaber reihenweise zu ermorden und zu zerstückeln, sie weinend vor Angst durchs Haus zu jagen und mehrfach brutal zu vergewaltigen. Das Ganze führt dann auf sehr realistische Weise dazu, dass sie sich mehr und mehr zu ihm hingezogen fühlt und sich dann irgendwann in ihn verliebt, einfach weil er so gut im Bett ist. Und weil sich herausstellt, dass die Protagonistin darauf steht, Angst zu haben. Das tönt die irgendwie an. Daher kommt sie bei den Vergewaltigungen auch immer, obwohl sie ausdrücklich sagt, dass er verschwinden soll, dass sie ihn nicht will, dass sie das nicht möchte und dass er sie in Ruhe lassen soll. Außer in der einen Szene, in der sie gar nichts sagen kann, weil sie einfach schon gefesselt und geknebelt aufwacht. Und selbst in ihren Gedanken spricht sie andauernd davon, wie sehr sie ihn hasst. Also hier mal ein Zitat ins Deutsche übersetzt und ihr könnt mir ja sagen, ob ich irgendwas falsch interpretiere. Ich hasse ihn dafür, ich hasse ihn mehr, als ich jemals irgendjemanden gehasst habe. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, aber ich finde so eine Vermischung von Hass und Liebe ziemlich abstoßend. Und auch irgendwo problematisch. Also es gibt halt schon echt gute Gründe dafür, dass solche sexuellen Inhalte, bei denen über schwere Straftaten fantasiert wird, verboten sind. Die sind nicht in privaten Beziehungen verboten, aber halt in öffentlichen Inhalten. Ne, ich habe das Video zu Unterhaltungszwecken ein bisschen witzig aufgezogen, aber um auch mal kurz ernst zu werden, ich frage mich als juristischer Laie ehrlich gesagt schon, ob dieses Buch nicht unter den Paragraphen 184 Strafgesetzbuch fällt. Demnach meint der Begriff der Gewaltpornografie die Darstellung pornografischer Gewalttätigkeiten wie beispielsweise Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Eine Studie des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik hat im Jahr 2021 untersucht, wer solche erotischen Romane liest und warum. Dabei kam heraus, dass es sich zum größten Teil um heterosexuelle Frauen in festen Beziehungen mit einem überdurchschnittlichen Bildungsniveau im Alter zwischen 20 und 40 handelt. Also gebildete junge Frauen in Beziehung. Wie zum Beispiel meine Freundin, auf deren Nachttisch ich das Buch gefunden habe. Sie lesen diese Bücher zur Ablenkung und wegen ihres Potenzials, ihnen Orientierung im eigenen Leben zu geben. Außerdem empfinden viele von ihnen erotische Romane zu einem gewissen Grad als emanzipiert, feministisch und progressiv. Emanzipiert, feministisch und progressiv. Naja, ich weiß ja nicht. Aber lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr zu der ganzen Sache denkt. Teilt das Video in den sozialen Medien und merkt euch den Namen. Literatur Z